1860 eröffnet Heinrich Lanz eine Reparaturwerkstatt für landwirtschaftliche Geräte mit zwei Angestellten in einem Gartenhaus. Der Beginn der Ära Lanz. '79 beginnt Lanz mit der Produktion von Lokomobilen und Dreschmaschinen. Lokomobile boten für die Landwirtschaft erstmals die Möglichkeit, eine Kraftquelle nicht nur ortsgebunden einzusetzen. Bis zum Ersten Weltkrieg werden über 30.000 Lokomobile und über 20.000 Großdreschmaschinen verkauft. 1910 stellt Lanz auf der Weltausstellung in Brüssel das größte Lokomobil der Welt mit einer Leistung von 1.000 PS vor. 1912 baut Lanz bereits den legendären Landbaumotor mit einem Vierzylinder-Benzinmotor, 80 PS Leistung und 4.800 Kilogramm schwer. Im Ersten Weltkrieg findet er auch als Raupenschlepper Verwendung. Der Erste Weltkrieg hat die Zeit der Verbrennungsmotoren eingeläutet. Die riesigen Dampfmaschinen verschwinden mehr und mehr. Der bis dahin unbekannte Ingenieur Fritz Huber stellt einen Rohölmotor mit 12 PS und Glühkopfzündung vor. Das ist der erste Bulldog. Landwirtschaft im 18. Jahrhundert unterschied sich nur wenig von der bäuerlichen Wirtschaft zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts bahnt sich ein Wandel in der Landwirtschaft an, der zu einer erheblichen Steigerung der Erträge führt. Arbeit verlangt von den Menschen und Tieren alles ab. Die ganze Familie ist gefordert. Ein Unwetter kann die Ernte eines Jahres rasch zunichte machen. Selbst in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Arbeit so hart wie vor 100 Jahren. Hier im Bild Landwirte in den 50er Jahren auf Feldern der Schwäbischen Alb.
Der Lanz Bulldog steht lange Zeit für Robustheit und Zuverlässigkeit. Gerade aus heutiger Sicht ist dafür sicherlich sein typischer Glühkopfmotor entscheidend. Neben den Otto-Motoren, bei denen die Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemisches durch den Zündfunken eingeleitet wird, und den Dieselmotoren, die zur Entzündung des eingespritzten Kraftstoffes die Verdichtungswärme ausnutzen, gibt es eine dritte Gruppe, die Glühkopfmotoren. Diese zünden durch die glühenden Wände der Vorkammer, den sogenannten Glühkopf. Dem Glühkopfmotor muss vor dem Start erst von außen Wärme zugeführt werden. Nach dieser etwas umständlichen Prozedur spielt der Glühkopfmotor aber seine Stärken gerade für den landwirtschaftlichen Einsatz aus. Er läuft mit fast allen verfügbaren Treibstoffen. Glühkopfmotoren sind Zweitakter. Gestartet wird der Glühkopfmotor mit Hilfe einer Lötlampe, die vorgewärmt unter den Glühkopf gestellt wird und diesen damit zum Glühen bringt. Diese Prozedur nimmt etliche Minuten in Anspruch. Der Vorteil ist aber, dass Glühkopfmotoren, wenn sie einmal vorgeheizt sind, auch bei großer Kälte zuverlässig anspringen. Bis in die 50er Jahre hält die Firma Lanz am Prinzip der Glühkopfmotoren fest. Die letzte Entwicklungsstufe ist der sogenannte Halbdiesel. Dieser ist kein Diesel im eigentlichen Sinne, eher ein Glühkopfmotor, der mittels Zündkerze und Zündspule gestartet wird. Damit entfällt das gefährliche Hantieren mit der offenen Flamme der Lötlampe. Die offene Flamme war der Grund, warum der Betrieb der alten Bulldog in Scheunen verboten war. Die Vorzüge des Glühkopfmotors, wie geringe Drehzahlen und eine gewisse Kraftstoffgleichgültigkeit, behält der Halbdiesel. Der Bulldog ist seit seiner Präsentation im Jahr 1921 Inbegriff des Schleppers schlechthin. Fans lieben den Charme des Glühkopfmotors. Die Prozedur des Anheizens, früher Alltag, ist zu einem Ritual geworden. Die Faszination dieser archaisch anmutenden Technik ist bis heute ungebrochen. Die frühen Bulldogs sind noch keine Zugmaschinen im eigentlichen Sinne, sondern eher eine mobile Kraftquelle. Sie sollen Maschinen mit maximaler Kraft antreiben können, sind aber nicht unbedingt auf maximale Zugkraft ausgelegt. Der Bulldog frisst fast alles, weiß Michael Martin. Ich muss nur sehen, dieses Schweröl oder reine Rohöl, was ich einfach aus der Erde gewinne, flüssig zu bekommen, damit ich durch die Leitung, durch die Einspritzpumpe und so weiter bekomme. Es sind Telegramme rausgegangen, da stand sogar drin, mit vergorener Butter können die Motoren betrieben werden oder mit Bohnenwachs. Gestartet wird der Bulldog durch Drehen am seitlich angebrachten Schwungrad. Der Glühkopfmotor des Bulldog erreicht nur 420 Umdrehungen in der Minute und gleicht damit eher einer Dampfmaschine als einem Benzinmotor. Der einzylindrige Motor ist auf einen gusseisernen Rahmen montiert. Der Kraftstoffbehälter bildet mit dem Kurbelgehäuse eine Einheit, an der der Zylinder angeschraubt ist. Vom Vater des Bulldogs, Dr. Fritz Huber, stammt der Ausspruch, dass eine Maschine gar nicht einzylindrig genug sein kann. Gekühlt wird der Bulldog über eine Verdampfungskühlung. Die gedrungene und kräftige Gestalt verschafft dem Bulldog seinen Spitznamen. Bulldog heißt aber ursprünglich nur der Motor, der auch ortsgebunden als Antriebsquelle eingesetzt wird oder von Pferden zur Arbeit aufs Feld gezogen wird. Als man erkannte, dass der Bulldog nicht nur Sägen und Dreschmaschinen antreiben, sondern seine Kraft auch zum Fahren nutzen konnte, entstanden die ersten Lanz-Ackerschlepper. So wird der Bulldog für viele Landwirte bald zum unverzichtbaren Helfer. Er wird zum Antrieb der Motorisierung der Landwirtschaft in Deutschland. Seinen für damalige Verhältnisse recht hohen Preis kann sich aber nicht jeder Bauer leisten. Aus diesem Grund wird die Bulldog-Familie bald durch eine kleinere Variante ergänzt. Diese Maschine hat man einfach gesagt, wie kriegt man diese Maschine günstiger als in 12 PS?
Wir setzen dann einfach im Maßstab runter. Das bedeutet, wir brauchen weniger Material. Und hat also die komplette Konstruktion und Überarbeitung übernommen, hat die ganzen Formen in den Maßstab runtergesetzt und hat diesen Typ gebaut. Durch dieses Verfahren kann der Mops weitaus günstiger angeboten werden als sein größerer Bruder, der 12 PS Bulldog. Zu Beginn der Motorisierung der Landwirtschaft standen viele Landwirte den neuen Maschinen sehr skeptisch gegenüber. Ihnen sollte durch den relativ geringen Preis des Mops der Umstieg auf Maschinenkraft erleichtert werden. Durch seine Mobilität hat der Bulldog einen unschätzbaren Vorteil gegenüber den in den 20er Jahren noch weit verbreiteten Dampfmaschinen. Michael Martin erklärt, warum Lanz auf einen genügsamen Vierstoffmotor setzte. Die Kraftstoffe waren rar und sehr teuer. Dann hat die Firma Lanz gesagt, wir müssen jetzt einen Glühkopfmotor machen. Das ist der sogenannte Schwerölmotor in diesen Maschinen. Diese Maschinen liefen also vom Rohöl, vom flüssigen Teer. Man musste nur sehen, dass man, es muss natürlich brennbar sein. Es muss ein Wirkungsgrad herauskommen, mit Wasser kann ich nicht fahren, das funktioniert nicht. Der Glühkopfmotor zählt zu den ersten bekannten Vierstoffmotoren. Dieses Verbrennungsverfahren stellt nahezu keine Ansprüche an Zündwilligkeit bzw. Klopffestigkeit des Kraftstoffes. Das Dreschen des geernteten Getreides erfolgte über viele Jahrhunderte von Hand mit dem Flegel. Diese zeitraubende und mühevolle Arbeit wurde deshalb in die arbeitsruhigere Winterperiode verlegt. Der Wunsch nach maschinellem Drusch wird immer größer. Grund dafür ist auch die Abwanderung der Arbeiter in Gewerbe- und Industriebetriebe. Mit dem Beginn der Mechanisierung der Landwirtschaft wurde die körperliche Arbeit leichter. Gerade die Drescharbeit verlor durch den Einsatz von Dreschmaschinen viel von ihrem Schrecken. Lanz war einer der Pioniere der Mechanisierung und Motorisierung der Landwirtschaft. Da ist es nur konsequent, dass auch der kleinste Lanz perfekt mit den Dreschmaschinen aus dem eigenen Hause harmoniert. Michael Martin ist es gelungen, eine genau zu seinem Mops passende Dreschmaschine zu finden. Der Lanz Mops wurde in 1923 als Dreschsatz ausgeliefert. Dreschsatz bedeutete Maschine plus Dreschkasten, passend in der Leistung und Drehzahl abgestimmt. Wir haben hier eine Dreschmaschine von der Firma Lanz in Holzbauweise. In Baujahr ca. 2023-2024 mit einer sogenannten Reinigung schon. Scheibe einschalten würden zum Dreschen, würde uns der Traktor wegfahren. Deswegen muss die Kette zum Antrieb abgebaut werden. Mit vereinten Kräften wird der Lanz in Position gebracht. Die Antriebskette ist schon demontiert. Der bis zu 20 Meter lange Flachriemen überträgt die Kraft auf die Dreschmaschine. Aber zunächst muss der Riemen noch auf Spannung gebracht werden. Fertig. Jetzt kann gedroschen werden. Michael Martin hat gemeinsam mit Vereinskameraden
diesen Landsdreschsatz komplett funktionsfähig restauriert. Bei Vorführungen werden die Arbeitsbedingungen unserer Eltern und Großeltern erlebbar. Oft ist es der Zufall, der seine Hand im Spiel hat. Dann werden die längst ausrangierten und vergessenen Schlepper durch Oldtimer-Fans wie Michael Martin wiederentdeckt. Man muss einfach ein Faible dafür haben, man muss ein Oldtimer-Herz haben. Ich habe die Maschine gefunden in 1996. Und zwar waren wir da auf Besuch von meiner Freundin bei ihrer Oma in Polen. Und es war ein ganz dummer Zufall. Ich war auf der Suche nach einem Ursus-Traktor. Und da sagt die Oma, Mensch, bei uns im Nachbarort, da fuhr immer früher ein Bauer, der haben sie mal ausgelacht, der hat gequalmt und hat nie was gezogen. Fahr doch da mal hin, vielleicht steht er da. Naja, wir sind zu den Leuten unverhoffte Dinge hingegangen, haben geklingelt. Dann, ja, der Schlepper habe ich, wollten uns erst gar nicht so richtig zeigen. Und dann sind wir da hinten auf dem Hof und da stand doch noch so ein ganz kleines Schleppdach drunter. Und ich habe gedacht, ich breche aus allen Wolken. Wenn man dann so ein Oldtimer-Fan ist, dann ist man wie, ja, das ist, das kann man nicht beschreiben. Man ist dann aufgeregt und will das Ding haben, versucht dann. Und ich habe erst gedacht, es wäre ein 12 PS Bulldog, weil zu der Zeit war ich da in der Landsgeschichte noch nicht so bewandt. Weil eigentlich so eine Maschine für einen Otto-Normalverbraucher sehr schwer zu bekommen ist. Es dauerte dann noch bis 2002, bis Michael Martin den Besitzer des Mops überzeugen konnte, ihm das gute Stück zu verkaufen. Der Einsatz der meisten Dreschmaschinen erfolgte im Lohndrusch. Während die größeren Bauern in der Lage waren, die komplette Getreideernte einzufahren und dann zwischen Oktober und November in ihren Scheunen zu dreschen, mussten die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe aus Platzmangel das Korn direkt nach der Ernte auf dem Feld dreschen lassen. Die Produktion des Landsmops fiel in die Zeit der Inflation. So blieb der erhoffte Erfolg aus und die Herstellung wurde nach nur 2 Jahren eingestellt. Dies macht den Landsmops heute zu einem besonders begehrten Vertreter der Landsbulldogs. Das ist die 57. Maschine, die im Werk Mannheim ausgeliefert wurde. Mit einem Hubraum von ca. 4 Litern, also 4000 Kubikzentimetern, bei einem Kolbendurchmesser von 160 mm, eine Dauerleistung von 8 PS bei 500 Umdrehungen. Das ist die genaue Leistungsangabe von dem Typ. Von der Maschine sind jetzt weltweit noch bekannt 12 Stück. Also man kann eigentlich schon sagen, das ist der blaue Mauritius unter Landsbulldogs. Die Dreschmaschinen aus dem Hause Lanz werden wahlweise, wie hier, über einen Treibriemen mit dem Motor des Bulldogs oder mit einem Elektromotor angetrieben.